Moin Leute, herzlich willkommen in meinem Beauty-Channel. Es ist sehr früh und ich bin ziemlich müde. Eigentlich zu früh, um ein paar Aufnahmen zu machen, aber ich muss mein Auto schnell wieder zusammenbauen, denn es geht morgen auf die Rennstrecke. Da wollte ich die Gelegenheit nutzen, um euch etwas zu zeigen, bevor ich alles hier wieder zusammenbaue und man nichts sieht. Das Thema dieser kleinen Folge ist Low-Budget-Tuning. Tuning im Sinne von kostengünstiger Optimierung. Es gibt kein günstiges Tuning, ja. Mit Tuning meine ich in diesem Sinne oder Optimierung meine ich eher die thermische Entlastung des Motors. So, und das Ganze auf Low-Budget-Basis, quasi ein paar kostenlose oder kostengünstige Kniffe, die man da recht fix umsetzen kann. Wie viel und ob das Ganze was bringt, kann ich euch schwer belegen. Um ehrlich zu sein, ist es schwierig messbar für mich. Aber fürs Gewissen ist es 1A. So, was habe ich gemacht? Wir fangen mal ganz easy an. Also folgendes, wir sehen hier einmal meinen Motor. Und hier haben wir diese Schutzlippe, die ist komplett durchgehend. Die schützt einfach davor, dass hier Wasser eindringt oder Schmutz. Und die liegt, wenn die Haube zu ist, liegt die hier an dem Blech an. So, oder hier. Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall liegt die irgendwo an und dichtet das Ganze in die Richtung ab. Jetzt haben wir die warme Luft, die von hier unten oder von hier, beziehungsweise hier haben wir kühle Luft durch den Schlitz der Motorhaube und unten haben wir warme Luft, die ja nach hinten strömt. So, bevor die Luft hier nach hinten strömt und sich hier staut und das Ganze turbulent wird und wir hier weitere Elemente aufheizen, habe ich einfach ein Stück der Dichtlippe abgenommen, sodass das Ganze hier rausströmen kann über die Scheibe. Wie gesagt, ist es für mich schwierig zu messen, wie viel es bringt. Ich bin mir sicher, dass es was bringt, ob es spürbar in Grad wiederzugeben ist für den Motor, also in Grad Celsius. Keine Ahnung, aber für mein Gewissen ist es top. Zweiter Punkt, hier sieht man, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich hoffe, nicht wirklich. Hier ist so ein kleiner Luftschlauch. Das ist Das ist derselbe Luftschlauch, den ich für meine Bremsen auch nutze, für die Bremsenkühlung. Dieser Luftschlauch geht nach vorne, ist hier unten. Der ist jetzt hier hinter, das sieht man leider nicht. Also das sind die Schläuche für die Bremsenkühlung. Die gehen über die Achse an die Bremse. Das haben wir auf beiden Seiten. Und hier hinter ist zusätzlich nochmal der Luftschlauch, der hier in den Motorraum zeigt und ihn mit ein bisschen Frischluft versorgt, sodass wir hier mehr Zirkulation mit Frischluft haben, die dann quasi auch die warme Luft da rausdrücken kann. Der nächste Punkt. Hier hatten wir ein riesen Hitzeschutzblech bei den Krümmern. Das heißt, das Hitzeschutzblech ging von unten bis hier oben hin, einmal komplett um die Krümmer rum, heißt, die Hitze der Krümmer wurde in diesem Bereich gestaut. Somit wurde die Hitze auch da gestaut, wo halt natürlich unser Motor ist. Statt dass die Wärme einen Weg hier rausfindet, beziehungsweise diese riesen Fläche nutzt, die der Z4 nun mal hergibt, hat sich das Ganze hier gestaut. Was ich nicht so toll fand, deswegen ist das ganze Hitzeschutzblech einfach rausgeflogen. Nächster Punkt. Direkt hier hinter befindet sich unsere Ansaugung. Die Ansaugung hat einen Trichter, der zur Fahrtrichtung hin geschlossen ist und nur nach hier oben geöffnet. Das heißt, ich ziehe immer einen Mix aus frischer Luft, die hier durchströmt und durch die Turbulenzen hier vorne, denn die Luft strömt ja nicht eins zu eins hier durch, sondern wird ja durch die einzelnen Elemente gebrochen und auch von dem nach einer gewissen Zeit warmen Kühler staut die sich davor. Dazu kommt noch der Scheinwerfer, der nebenan ist und auch Wärme abgibt, haben wir hier einen Mix aus warmer und kalter Luft und das finde ich nicht so optimal. Deswegen werde ich hier noch ein Loch reinschneiden, ein feines Gitter dahinter, sodass wir hier wirklich während der Fahrt direkte Frischluft bekommen. Da mache ich noch ein Video zu, beziehungsweise werde ich euch in einem anderen Video einfach zeigen, wenn ich soweit bin. Das schaffe ich allerdings heute nicht mehr. So, nächster Punkt. Wie ihr sehen könnt, fehlt hier was. Und zwar ist hier eigentlich meine Airbox. Die angesaugte Luft kommt hier rein. Hier ist die Box,
üblicherweise drin, mit dem Luftfilter, wird gefiltert und geht über ein Rohr weiter hier durch diese Drosselklappe, geht in den Motor, wird mit Benzin aufbereitet, verbrannt und nach hinten raus. Die Airbox, wo der Luftfilter drin sitzt, haben wir hier. Und zwar ist das hier der untere Teil der Airbox. Hier sitzt der Luftfilter drin und das ist der obere Teil. So, jetzt seht ihr, dass ich das Ganze hier mit einer Hitzeschutzfolie beklebt habe. Und bevor ich das Ganze einbaue, dachte ich mir, ich werde den einen Teil bekleben. Mit dem anderen habe ich schon angefangen. Allerdings werde ich euch einfach mitnehmen und einen Live-Test machen, ob das überhaupt etwas bringt. Und zwar ist das eine selbstklebende Glasfaser-Aluminium-Matte. So, das ist eine relativ günstige, also 1 Meter mal 10 cm für 9 Euro inklusive Versand bei eBay. Hat so eine gelbe Trägerfolie und die andere Oberfläche sieht so aus. Lässt sich super kleben, alles top. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das was bringt. Was ist die Idee? Dieser Kasten heizt sich auf, denn der Motor sitzt quasi genau hier neben. Dadurch, dass sich der Kasten aufheizt und die Luft, die hier reinströmt, hier ja durch muss und nach hinten raus, nee Quatsch, die strömt da rein und geht hier raus zum Motor, wird sie über den ganzen Weg ja natürlich aufgeheizt, da der Kasten warm ist. Jetzt dachte ich mir, ich nehme diese Matten hier, die die Wärme reflektieren sollen. Ob das allerdings was bringt, da bin ich mir nicht sicher. Das ist relativ viel Arbeit, es ist ein bisschen blöd, das Ganze zu bekleben mit den ganzen Ecken und Kanten. Und ich dachte mir, bevor ihr sowas macht, werde ich das einfach mal testen. Wenn das der Fall sein sollte, dass wir hier wirklich einen Unterschied feststellen in der Temperatur, 1A, dann kann ich euch das Ganze nur empfehlen. Wenn nicht, dann ist scheiße. Nee, dann würde ich teure Matten verwenden. Aber erstmal hoffe ich, dass das hier funktioniert, denn das war relativ viel Arbeit. So, ich nehme euch mal mit und wir machen einen kleinen Test. So, schön, dass ihr dran geblieben seid in Sockis Deko Corner. Heute geht es um diese wunderschönen dekorativen Pflanzen. Ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber die machen einen super Job. Also, es geht um folgenden Test. Das eine Teil ist bereits mit der Hitzeschutzmatte beklebt, das andere Teil hier unten nicht. Ich wollte beide Teile eigentlich in die Sonne legen, allerdings hätten wir da das Ergebnis, denke ich, verfälscht, da wir hier ja eine reflektierende helle Oberfläche haben und hier eine dunkle. Dementsprechend wäre der Test für mich nicht so aussagekräftig. Daher habe ich die Heizung einfach auf volle Pulle gestellt und beide Teile da drauf gepackt und etwas stehen lassen. Und jetzt messen wir die Temperatur im Innenraum, nämlich da, wo der Luftfilter ist, beziehungsweise da, wo auch die ganze Luft strömt und sich durch die warmen Teile aufheizt. Ich habe das Ganze vorher nicht getestet, das heißt, ihr seid jetzt live dabei. Ich nehme meine Infrarot-Taser-Laser-Phaser-Temperaturpistole und hoffe, dass das linke Teil, das beklebt ist, eine geringere Innentemperatur aufweist als das rechte. Wenn das der Fall ist, dann habe ich einen richtig coolen Tipp für euch, wie ihr eure Ansaugtemperatur runterkühlen könnt. Mit sehr wenig Kohle, wenn nicht, lasse ich mir was anderes einfallen. Bin aber erstmal verärgert. Ja, aber dann müsst ihr das nicht sein, weil dann habe ich das ja schon für euch gemacht. Wir fangen mal mit dem nicht isolierten an. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das sind 25 Grad. Wow. Nochmal. 25. Ja, das haut mich ehrlich gesagt nicht um. Fuck. Ich habe auf ein Ergebnis gehofft, das etwas spektakulärer ist. Okay, also Fazit.
Ich rate euch, die günstige Folie bei eBay nicht zu kaufen oder diese Hitzeschutzmatten. Also das sind selbstklebende Matten mit gelbem Trägerpapier, die andere Oberfläche sieht so aus. Wird beschrieben mit Glasfaser, Aluminium, Hitzeschutzmatte für 9,80 € inklusive Versand der Meter. Meter mal 10 cm. Taugt nicht so besonders viel. Also 2 Grad Unterschied bei 23 bzw. 25 Grad finde ich mager. Als nächsten Step werde ich von Sandler die teure Matte probieren. So eine dreilagige, die kostet eine ganze Ecke mehr. Ich habe den Preis nicht im Kopf. Die versprechen aber eine Hitzereflexion von 75%. Davon sind wir hier sehr weit entfernt. Das werde ich als nächstes probieren. Ich werde die einfach überkleben oder keine Ahnung. Ich mache mir da ein paar Gedanken zu. Dann komme ich nochmal zu euch zurück. Aber spart euch die Mühe und das Geld und Finger weg von dem günstigen Zeug. Ich glaube, das bringt nicht viel. Jedenfalls habt ihr jetzt ein paar Anregungen, wie ihr mit wenig oder keiner Kohle dem Motor was Gutes tun könnt, da thermisch ein wenig Abhilfe verschaffen könnt. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Vielleicht habt ihr noch viel coolere Tipps. Beziehungsweise vielleicht habt ihr in der Regel echt oft. Ich würde mich über alle Kommentare freuen. Und was ihr da drunter schreibt, wenn das plausibel ist und bei mir umsetzbar ist, werde ich es umsetzen. Also haut was drunter. Ich freue mich drauf. Haut rein. Bis dann. Ciao.